Kiss FM. Tolga meets die persönlichste Personality Show. Kiss FM ist an, meine Lieben. Willkommen hier am Sonntag. Ihr wisst Bescheid. Ne? Jeden Sonntag von 9 bis 11. Spannende Gäste bei mir in der Show, die wir gemeinsam kennenlernen. Heute sind es zwei sehr, sehr sympathische junge Schauspieler aus Deutschland. Lisa Vicari und Dennis Mohlen. Hallo. Hallo. So, meine Lieben, total aufregend. Ihr habt einen Film gedreht, der erste deutsche Netflix-Film ist. Ja. Easy und Ossi. Mega aufregend, wir reden gleich im Detail über den Streifen, über die Arbeiten und was ihr da alles so erlebt habt. Vorher erzählt doch mal, wie sieht bitteschön der perfekte Sonntag für euch aus? Ja, erzähl du zuerst. Erstmal natürlich lange ausschlafen, so dass man nicht mehr weiter schlafen kann und das Bett verlassen möchte. Es kann auch ein bisschen länger dauern. Und ich würde sagen, dann was Gutes frühstücken und dann einfach den ganzen Tag auf dem Sofa bleiben. Wenn das Wetter schlecht ist und wenn es gut ist, auch mal rausgehen und einen kleinen Spaziergang machen. Aber ich glaube, viel mehr würde ich an einem Sonntag nicht machen. Ja, sehe ich ähnlich, auf jeden Fall. Schlechten Wetter, ausschlafen, gut frühstücken, am besten Fall Netflix gucken. Das ist so ein perfekter Sonntag im Winter bei schlechtem Wetter. Und im Sommer stehe ich auch gerne mal früh auf, weil ich unter der Woche zum Beispiel wenig Zeit habe, fahre irgendwie ans Wasser oder so. Ich fand beide Sonntage schön. Cool. Easy und Ossi, der erste deutsche Netflix-Film. Es gibt ja schon einige Serien, aber das ist der erste, der auf Netflix rauskommt. Made in Germany. Beschreibt doch mal den Film, beziehungsweise so eine kleine Inhaltsangabe vielleicht von euch. Immer abwechselnd, jeder einen Satz und dann übernimmt der nächste. Okay, ich leg mal los. Easy und Ossi ist ein Film über zwei sehr unterschiedliche Welten, die aufeinander prallen. Wo ein junger Mann aus sehr armen Verhältnissen auf ein sehr hübsches Mädchen aus sehr reichen Verhältnissen trifft und sie am Anfang gar nicht mag. Sie möchte ihn für seine Zwecke benutzen. Sie möchte Köchin werden und will ihre Eltern provozieren, denn ihre Eltern wollen, dass sie lieber BWL studiert und das viele Erbe, das sie in diesem Haushalt haben und dieses ganze Geld eigentlich das Leben lang verwaltet und nicht irgendeinen eigenen Weg geht. Genau, und er möchte Boxer werden und trifft sie zu genau dem Zeitpunkt, möchte sie ausnutzen für seine Zwecke, weil er braucht noch einen finalen Kampf, um in die Profiliga aufzusteigen und seinen Traum zu verwirklichen. Was er nicht weiß, ist eben, dass sie auch ein linkes Spiel mit ihm spielt und darüber kommen sie sich näher. Und wie das Ganze ausgeht, sieht man dann auf Netflix. Kiss FM. Tolga meets. Jeden Sonntag von 9 bis 11. Es gibt schon einige Serien. Macht es euch jetzt so ein bisschen Druck, dass es heißt, ey, Easy und Ossi, erster deutscher Netflix-Film? Ich meine, es haben jetzt unfassbar viele Millionen Menschen Zugang dann zu dem Streifen. 167 Millionen. Gut gelernt. Ja, danke. Bei mir hält es sich irgendwie in Grenzen. Ich freue mich total. Ich bin echt, so ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Ich habe das ja schon so ein bisschen mitgemacht mit Dark. Da hatten wir ja auch diese gleiche Reichweite. Ja, aber es ist total absurd, jetzt einen Film zu haben, der auch noch eine Komödie ist und den jetzt so viele Menschen gleichzeitig sehen können, ist richtig, richtig aufregend. Ja, voll. Ja ich finde zum Beispiel auch, dass es zum einen ist es krass, dass 167 Millionen Menschen die Chance haben, den Film zu gucken. Ist natürlich nicht gesagt, dass es so ist. Und zum anderen ist es ja auch so, dass Netflix gar keine Zahlen veröffentlicht. Das heißt, du weißt, okay, es ist möglich, dass ultra viele Menschen sehen, was du tust. Aber du hast gar nicht diesen Druck und diesen Bewertungsscheiß, dass du weißt, okay, dein Film wird jetzt für gut befunden, weil er so und so viele Zuschauer hatte, oder für schlecht befunden, weil er so und so viele Zuschauer hatte. Von daher nimmt dir das von Anfang den Druck und du kannst im Hinterkopf haben, okay, eine ganze Menge Menschen können ihn sehen, muss aber auch nicht. Den jeweils anderen ausnutzen. Ja, ist ein wichtiger Aspekt in dem Film. Darum dreht es sich thematisch erstmal am Anfang zumindest sehr. Sowas auch schon mal selber erlebt. Also gerade finde ich so, als Kind hat man das ja oft, dass man sagt, ich bin jetzt mit dem befreundet, weil der hat zu Hause eine Playstation und ich habe keine. Da fragst du uns was. Na siehst du. Ich glaube, dass man als Kind mal jemanden ausnutzt im Sinne von, wie du gerade sagtest, so, okay, der hat die neue Playstation und boah, ich würde am liebsten jetzt eine Woche bei dem bleiben, nur um die Playstation zu benutzen. Das ist, glaube ich, normal. Das macht jedes Kind so. Das, was der andere hat, will ich auch haben. Das ist, glaube ich, ganz normal. Je älter ich wurde, dann eigentlich mehr, okay, wer hat ein Auto? Wer hat so Sachen? Aber auch cool. Da, wer hat genau das? Wer hat einen Helikopter? Nein, du hast coole Freunde, die würde ich gerne kennenlernen. Nee, von daher, je älter ich wurde, desto weniger wurde ausgenutzt.
ist ein guter Trend. Oder? Ja. Bei dir? Fällt dir irgendwas ein? Oder ich find's, muss auch nicht? Nee, eigentlich fällt mir gerade auf Anhieb nichts ein. Ich wurde auch hoffentlich nie ausgenutzt. Das war so mein erster Gedanke. Ich dachte so, oh Gott. Aber falls doch, war es sehr dezent. Das ist dir nicht aufgefallen. Ja, ja. Vielleicht werde ich auch immer noch ausgenutzt und merk's nicht. Oha. Sehr, oh Gott, das ist auf einmal sehr, oh, oh, sehr tief und traurig. Oh, oh. Die Nein, Stimmung ich kippte. Kiss FM. Tolga meets. Jeden Sonntag von 9 bis 11. Seine Träume verwirklichen. Ja, in dem Film auch ein großes Thema. Easy möchte eigentlich nach New York kochen lernen. Ossi hingegen, der möchte richtig schön Krawall Remi-Demi im Box-Business durchstarten. Gerade als Künstler ist es ja oft so, dass dann auch andere sich so ein bisschen melden. Freunde und Familie, die dann sagen, ey, das nicht und das nicht, mach mal lieber das und das. Sowas auch schon mal bei euch erlebt. Also gerade Künstler hören das ja oft. Ja, ich glaube, wir haben sehr früh angefangen mit Schauspiel, also schon als Kinder. Und ich habe das auch neben der Schule her gemacht, Dennis glaube ich auch. Ja. Natürlich sind die Eltern, also meine Eltern waren auf jeden Fall am Anfang so, dass sie gesagt haben, du machst aber schon deine Schule fertig. Ich wollte auch die Schule fertig machen, habe es auch gemacht. Aber danach haben sie mich eigentlich Gott sei Dank gelassen, weil sie auch gemerkt haben, dass es mir Spaß macht und dass es mich glücklich macht vor allem. Und solange es, glaube ich, auch so läuft, wie es jetzt im Moment läuft, dann sind sie auch, glaube ich, damit ganz happy. Aber ich glaube, wenn sie merken würden, dass es mich unglücklich macht, dann würden sie schon mal was sagen. Ja, voll. Ist ja für das Umfeld immer wichtig zu sehen, dass es läuft. Und wenn es läuft, dann ist es die Bestätigung natürlich. Wenn es nicht läuft, dann musst du halt gucken, ist es mir jetzt egal, was sie denken oder ist es mir nicht egal und mache ich dann vielleicht das, was sie auch erwarten. Bei mir war es ähnlich wie bei Lisa, dass ich auch eben genau während der Schule schon angefangen habe zu spielen und gemerkt habe, okay, das ist was ich richtig gut kann und das ist so meine Perspektive im Leben, hört sich so dramatisch an, aber das kann mein Goal sein im Life. War nicht weniger dramatisch. What's the German word? Wie heißt diese? Na genau. Bestimmung vielleicht. Meine Bestimmung, mein Ziel im Leben, so mein Goal im Leben. Kiss FM. Tolga meets die persönlichste Personality Show. Das Filmgeschäft ist ein hartes Pflaster. Ja. Habt ihr bestimmt hier und da auch schon selber mal zu spüren bekommen. Wann denn? Bei mir war es vor allem, ich erinnere mich an eine Zeit, ich habe 2015 einen Nachwuchspreis bekommen für eine Rolle, die ich im Tatort gespielt habe. Ja, und danach kam ein richtig, richtig tiefes Tal. Ich weiß noch, dass ich dann, das war so vor 3 oder 4 Jahren, war ich in einem Jahr auf knapp 30 Castings oder 35 Castings. Was, glaube ich, international gesehen gar nicht so viel ist, aber hier in Deutschland ist das schon echt viel. Gerade für jemanden, der noch ein bisschen jünger ist. Und wenn wir sagen, ich war auf 31 Castings, habe ich 31 Absagen bekommen. Und das ist etwas so als junger Mensch, wo du erstmal lernen musst, damit umzugehen und auch dann irgendwann mal checken musst, okay, diese Absagen jetzt hier haben nichts mit meinem Wert als Mensch persönlich zu tun oder so. Oder es kann alles Mögliche sein. Und ich habe erst später begriffen, dass Casting-Entscheidungen auch echt random sein können. Wie zum Beispiel, man kommt in einen Castingraum rein und ja, der Regisseur oder die Regisseurin hat schlecht geschlafen oder ihm gefallen deine Schuhe nicht und so. Und dann hast du von Anfang an schon mal eher schlechte Karten. Man wird halt ständig verglichen mit anderen Schauspielern, die alle also es gibt so viele talentierte Schauspieler, allein jetzt in Deutschland, mit denen man verglichen wird und gegen die man in Konkurrenz steht für eine Rolle. Aber selbst wenn man sich dann durchsetzt und besetzt wird für eine Rolle und dann eben dreht, dann ist ja natürlich auch das Ding, dass man den Erwartungen gerecht werden will. Man muss dem Druck standhalten, weil das ist natürlich, sobald man eine Rolle in einem Film hat oder auch eine tragende Rolle hat, wird natürlich auch erwartet, dass man den Film trägt oder dass man das dann auch macht, was von einem verlangt wird. Und man hält sein Gesicht natürlich auch hin und man muss auch mit Druck umgehen können, habe ich in den letzten Jahren gemerkt. Ja. Was wir in Deutschland sehr, sehr gerne machen, ist unsere nationalen Künstler gerne mit ausländischen Künstlern vergleichen und denen so Titel geben. Ne? Früher, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, Jeanette Biedermann war die deutsche Britney Spears. Ah, ja, ja, oh, krass. Zu dir sagt man ja zum Beispiel der deutsche Leonardo DiCaprio. Ja, ja. Wie findest du solche Vergleiche? Sind die schmeichelhaft oder nervt das irgendwann? Nein, das ist schon, schmeichelhaft. Am Anfang hat es mir schon geschmeichelt, definitiv, vor allem, weil mir immer gesagt wurde, dass es jetzt nicht nur um das Äußerliche geht, sondern dass auch aufgrund des Spielens da eine Parallele gezogen wird. Was interessant ist, weil ich das so selbst nie betitelt hätte. Von daher ist es wichtig irgendwann, dass die Leute begreifen, okay, da gibt es Leonardo DiCaprio und dann gibt es Dennis Mohyen. Ja. Kiss FM. Tolga meets. Jeden Sonntag von 9 bis 11.
Fanbegegnungen können auch sehr, sehr interessant sein. Ja, was war denn so für euch die Fanbegegnung, wo ihr sagt, hui, erzähle ich vielleicht noch irgendwann meinen Enkelkindern von? Bei mir ist es eigentlich im Moment durch Dark eben auch so, weil wir international erfolgreich sind. Ich war jetzt vor kurzem in Australien und wurde in Sydney angesprochen und ich war so, what? Das ist so verrückt. Krass. Ich bin komplett am anderen Ende der Welt und jemand aus Australien kennt mich von meiner Arbeit. Und das ist halt genau das, was halt Netflix macht. Was ich gerade früher häufiger hatte, war, wenn ich unterwegs war, dass Leute so gekommen sind und mich angeguckt haben und gesagt haben so, woher kennen wir uns? Hm. Und dann, Ernst-Reuter-Gymnasium. Und ich war so, nee, ich war nie auf dem Ernst-Reuter-Gymnasium. Ich wusste natürlich, die haben mich irgendwo gesehen und können das jetzt nicht richtig zuordnen. Schon lange her und danach Traumfabrik letztes Jahr ist es ein paar Mal passiert, dass Leute gekommen sind und gesagt haben, ah, du bist doch Dennis Mohjen und so. Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, aber auch die Stadt, in der ich geboren bin. Wie ist eure Connection zu der Hauptstadt? Also ich bin vor, ich glaube, 3,5 Jahren hierher gezogen und muss sagen, ich fühle mich wirklich richtig wohl hier. Also ich habe jetzt auch Gott sei Dank Freunde in Berlin. Also ich glaube, das macht natürlich auch sehr viel aus, aber tolle Stadt. Ich finde, man kann sie auch nicht wirklich mit einer anderen Stadt vergleichen. Und in Berlin hast du noch dazu dieses Metropolen-Feeling. Ich erlebe es immer wieder. Ich habe zum Beispiel einen sehr guten Freund, der in New York geboren wurde und eben Amerikaner ist und so. Und der lebt jetzt auch seit gut 5, 6 Jahren hier in Berlin. Und wo ich mir denke, Junge, du kommst aus New York. Sei doch in New York, wenn du kannst. So. Aber er sagt, nee, Berlin ist sein Ding. Und das erlebe ich immer häufiger, dass Leute in Berlin sein wollen und dass viele so die unbegrenzten Möglichkeiten in Berlin eben irgendwie ausleben wollen. Und das ist, was ich an Berlin mega geil finde. Wir haben bei Kiss FM die berühmte Fuck You Hotline. Hey. An wen würdet ihr denn oder an was ein Fuck You richten? Ah, oh, ja, okay. Meine Freundin und ich, wir ziehen gerade um. Und bei uns in den Wasserleitungen wurden so ekelhafte Viren festgestellt. Legionellen. Ey, fuck you, Legionellen. Ich habe auch sowas Ähnliches. Fuck you, Legionellen, das will ich mal sagen. Fuck you, Lebensmittelmotten. Wir haben in unserer WG Lebensmittelmotten und die gehen nicht weg. Wir dachten, wir hätten sie weg und jetzt, und die kommen ja immer wieder und legen überall ihre Eier und fliegen dann rum und es ist so eklig und die legen sich in Haferflocken und in alles rein. Und jetzt, aber es gibt anscheinend was hilft, das haben wir jetzt mal ausprobiert. Wir wissen noch nicht, ob es funktioniert. Es gibt so kleine Wespen, die essen die Larven von diesen Motten und die sind ganz klein, die sieht man gar nicht. Also ihr müsst euch anderes Ungeziefer reinholen, um das andere. Ja, ich hoffe, es hilft. Dann halten wir fest, fuck you Lebensmittelmotten und fuck you Legionellen im Wasser. Mega. Meine Lieben, mega aufregend, ihr auf Netflix zu sehen. Voll. Der erste deutsche Netflix-Film, Easy und Ossi. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg auf jeden Dankeschön. Fall. Dankeschön, vielen Dank. Mit dem Danke. Streifen und freue mich, wenn ihr uns demnächst mal wieder besucht hier bei KISS. Ja, auch so. Sehr viel Spaß gemacht, Dankeschön. Voll.